Hallo, ich bin der Clemens und das ist der Landeplatz von Arten bei Feltre am Fuße des Monte Avena. Hier mit Blickrichtung Norden, da sieht man auch den Monte Avena und man sieht zwei der Startplätze, den Hauptstartplatz, den Südstartplatz und den Südweststartplatz. Ja, der Startplatz, der Landeplatz hier bei Arten wird von den Locals nicht so oft benutzt. Die landen lieber drüben in Pedavena. Aber für Leute, die jetzt noch wenig Erfahrung mit Landen und mit thermischen Ablösungen im Enternflug haben, ist dieser Landeplatz hier durchaus eine gute Alternative, weil man hier ja besser reinlanden kann. Man hat hier am Nachmittag meistens, so wie man es auch jetzt hier am Windsack sieht, einen mittelkräftigen Wind von Süden herein. Und dann fliegt man hier eine Linkslandewolte, also hier etwas hinter dem Windsack. Position, Gegenanflug hier Richtung Hallen, dann vor den Hallen im Queranflug und in den Enternflug dann hier herein auf die Wiese. Ja, man ist hier ein bisschen schlechter versorgt als am Landeplatz in Pedavena, aber man muss auch nicht verdursten in der Gluthitze, die hier oft herrscht. Hier geradeaus ist eine Tankstelle, die auch ein kleines Café mit kühlen Getränken dabei hat. Dieser kleine Berg daneben, der geht nachmittags auch oft ganz gut zum Sohren, bevor man hier zum Landeplatz kommt. Ja, und der Monte Avena, hier noch ein Blick, der wirkt so unscheinbar, sind aber doch rund 1000 Meter Höhenunterschied hier ins Tal hinunter. Zu den Lufträumen, da sage ich mal nicht viel, außer so viel, dass es vorkommen soll, dass Leute es nicht so genau nehmen und das stört auch niemanden. Nur man sollte keinen Hike and Fly im Naturschutzgebiet dahinter machen. Das wird sogar geahndet.